Hallihallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Witcher. Und ja, auch bei Witcher benutze ich jetzt mein neues Headset ab dieser Folge. Wenn ihr helft, Ciri vor der wilden Jagd zu beschützen, gewährt der Kaiser euch Amnestie. Ich hoffe, wir können dir trauen. Das könnt ihr. Was ist mit Fringilla? Das weiß ich nicht, aber ich frage ihn danach. Ihr habt kaum Hallo gesagt und schon plant ihr wieder etwas. Das liegt eindeutig in unserer Natur. Höre ich recht? Du hast den Kaiser überzeugt, sie zu begnadigen? Sofern sie uns helfen, Ciri zu verteidigen. Schwer zu glauben, dass der Kaiser sich auf so einen Handel einlassen würde. Wenn du es nicht glaubst, dann nicht. Das ist mir gleich. Ja. Zauberinnen, Zauberinnen. Wie war der Teil mit Fringilla? Triss hat mir erzählt, dass ihr sie nicht erreichen konntet. Vielleicht, weil sie im Verlies des Kaisers sitzt und Ketten aus Temeritium trägt. Das hat Rita jedenfalls angedeutet. Dann hat der Kaiser vergessen, dir das zu sagen? Das gefällt mir nicht. So war das nicht abgemacht. Wenn alles vorbei ist, muss ich ein offenes Gespräch mit dem Kaiser führen. Komm, sie warten alle auf uns. Die verdammte Hure hat mich mit was angesteckt. Tja, dann hätte ich sie nicht gefickt, mein Freund. Oh, Regentropfen. Schon gut. Hör auf damit. Du machst mich ganz nervös. Avalach. Avalach. Avala. Es sind alle da. Du warst der Letzte. Können wir Segel setzen? So. Und damit beginnen wir unsere Reise. Lichten wir den Anker. Zum Krieg. Gellige. Nun, damit wäre der Aufenthaltsort seiner kaiserlichen Hoheit geklärt. Will er Skellige erobern? Er weiß doch, das sind meine Freunde. Er will dir die Inseln geben, mit Sintra und dem Rest des Kaiserreichs. Es gibt auch eine positive Seite davon. Tatsächlich? Der Kaiser hilft uns beim Kampf gegen die Jagd. Und wir haben gerade Fringilla Vigo gefunden. Okay. Dann ist ja alles klar, meine Freunde. Oder nicht? Schnell, wir müssen den Sonnenstein finden. Danach haben wir auf Skellige wohl genug zu tun. Wir brauchen Fringilla Vigo hier. Wir wissen doch noch nicht mal, was der Sonnenstein ist. Er wurde geschaffen, damit die Bergelfen die Schiffe der Enelle herbeirufen konnten. Jetzt ist er nur noch ein Symbol für die vertane Chance, die beiden Stämme zu einen. Was? Ihr kennt tatsächlich alle die Geschichte von Gealphan und Dilian von der Weißen Flotte nicht?
Ich liebe Elfenlegenden, das hören. Bitte erzähl's uns. Ich liebe Elfenlegenden. Gealphan war ein Wissender des Erlenvolks. Er verliebte sich in eine Elfin der Enseide, Dilian. Doch sie verschmähte ihn. Geralt hat gescherzt. Zu spät. Schadet nicht, wenn ihr es wisst. Am Tag, als die Weiße Flotte Segel hissen sollte, gab Gealphan Dilian ein Geschenk. Den Sonnenstein. Er glaubte, Dilians Herz würde sich eines Tages erwärmen. Und wenn ihr Verlangen nach ihm erwachen würde, sollte sie ihn mit dem Sonnenstein zu sich rufen. Auch wenn er Welten entfernt sein sollte. Klingt vielversprechend. Hoffen wir, dass wir mehr mit dem Sonnenstein anfangen können als die Elfin. Ja, Sarkasmus hat der Elf da nicht so in seinen Köpfchen. Ich wüsste lieber, ob wir den Sonnenstein verwenden können. Du? Nein. Ich? Natürlich. Mit ein klein bisschen Hilfe von den Zauberinnen. Von denen sich einige unter Deck übergeben, während andere weiterhin unerreichbar sind. Okay. Der Sonnenstein ist auf Skellige? Woher wissen wir das? Aus Legenden. Elfenlegenden. Er liegt, wo vor Jahrhunderten die Weiße Flotte gelandet ist. Also irgendwo auf irgendeiner der Inseln. Herrlich. Neusak, ich rede mit ihm. Weißt du, wo er ist? Ich frage beim Hafen. Da liegen Krachs Langschiffe verteut. Könnt ihr mich auf Emirs Schiff teleportieren? Ausgeschlossen. Das ist besser abgeschirmt als die Schlafstätte des Kaisers. Wir könnten es natürlich mit Gewalt versuchen. Wir brauchen Fringilla gesund und munter. Meinst du, sie wissen, dass wir hier sind? Emir ist Magier. Natürlich. Wenn die Angelegenheit mit Fringilla Vigo geklärt wäre, würden sie sie wohl in ein Beiboot setzen und rüberschicken. Sie ist durchaus nicht geklärt. Der Kaiser hat der Loge Sicherheit so gesagt, aber... Fringilla ist eine heiklere Angelegenheit. Sie ist seine Untergebene und offiziell zum Tode wegen Verrats verurteilt. Du wirst rausfinden müssen, was Em hier mit ihr vorhat, sobald wir eine Möglichkeit gefunden haben, dich aufs kaiserliche Flaggschiff zu werfen. Ich gehe selbst auf das Schiff des Kaisers. Du willst schwimmen? Mit zwei Schwertern auf dem Rücken? Du wirst abgeschossen wie eine Ente, bevor du weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, sagen kannst. Keine Panik. Er schafft das schon. Versuch es nachts. Da sind deine Chancen besser. Und wenn du an Bord bist, zeig seiner Majestät diesen Brief. Übergib den Brief nur dem Kaiser. Wir sollten ihn an sein Versprechen erinnern und daran, was er davon hat. Alles klar. Ich bin weg. Viel Glück. No. Brief von Yennefer an M hier von M. Reis. Von M. Reis. Ja. Was steht überhaupt drin? Gestattet mir euch daran zu erinnern, dass ihr unser erstes Versprechen eigentlich nur. Fringilla verweigert wollt, zu unserer Gesellschaft zu stoßen, bla bla bla. Naja, dass ihr sie freilässt. So, wir haben... Das ist jetzt die Frage. Wir haben hier drei Hauptquests. Schleiche dich im Schutze der Dunkelheit auf das Flaggschiff des Kaisers. Ich mach erstmal den Sonnenschein ein. Ich glaube, der geht vor. Zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Gesocks zu töten? Wolf, hast du gesehen? Die schwarzen Hunde in ihren mickrigen Schüsseln. Sie kläffen und hoffen, dass wir uns fürchten. Ich hab sie gesehen. Wo ist Moissac? Bei Lugus. Dem ist ein Ankret auf dem Thron ein Stachel im Arsch. Erst recht jetzt, wo er die Schwarzen gesehen hat.
Der Druide redet ein Wörtchen mit diesem zurückgebliebenen Tropf. Ich werde Moissac aufsuchen. Muss mit ihm reden. Geh. Und wenn du diesen Sausack Lugos siehst, dann sag ihm... Ah, besser nicht. Der Druide macht das schon. Leb wohl. So. Vielleicht hättest du den Riesen am Leben lassen sollen. Der hätte die Nilfgaarder mit einer Hand besiegt. Was guckst du denn so? Du bist nackt. Deswegen. Ich weiß schon. Du und Hjalmar, ihr habt den Eisbastard richtig gezeigt. Ja, ich weiß schon. Wenn der andere nicht so blöd gewesen wäre, dann würde er noch leben. Oh. Es stimmt, was man sagt. Mir kommt's gerade so vor. Der ist nicht gerade ums Eck. Der ist wirklich nicht gerade ums Eck. Ich laufe jetzt keine 1300 Fuß. Pass auf, wohin du trittst. Ja, schon viel besser. So. Lauf, Schneehase, lauf. Schwarzgelliger Holmstein. Warte, warte, der hier ist. Ja. Ist ein langer Weg nach oben. Das wäre mir ein Drachenblut. Wenn ihr versteht. Bis an die Bergspitze. Boah, leck mich doch. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr Hexer, wenn keine Basilisken, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind? Saufen. Vögeln. Deine Mutter ficken. Deinen Vater schlagen. Respekt, Hexer. Aber es sind immer Monster in der Nähe, also von daher. Was will Krach denn noch? Der Gefallen, den... Ich kniee nicht vor einem Ankret nieder, niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfah, eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoc helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Was ist es denn, wenn es kein Verrat ist? Willst du den König von Nilfgaard Gnaden werden? Wie nennst du es denn, wenn nicht Verrat? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu, versucht doch ihn zu kriegen! Auf sie! Ich reiße die Messer ab, du Marek! Ein mutierter Dämon! Tod gegen Tod! Ja, das war eine sehr gute Plauderei. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Wir sollten hier nicht bleiben.
Ja. Lugus ist tot. Verräter. Gemacht hast? Schneller! Alle zusammen! Scheiße! Okay. 1, 2, 3. Ja. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Alles klar. Wer das da unten ist. Hui. Kein Wunder, dass der auf dem Berg wohnt. Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Moissac. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Fand ich aber nicht schlecht, dass sie die Königin wurde. Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung. Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Kommt Ceres einigermaßen zurecht? Die hätte das Zeug zu einer exzellenten Königin, wenn sie nur aus dem Schatten ihres Vaters treten würde. Jeder außer Lugos hat ihr Unterstützung zugesagt. Aber sobald die kaiserliche Flotte am Horizont erschien, hat der Jarl die Dinge selbst in die Hand genommen. Und Hjalmar? Der Knabe hat 3-mal die kaiserliche Flotte überfallen. 3-mal gegen Krachs Willen, 3-mal ging's schief. Und er findet trotzdem Freiwillige für das nächste Mal. Ja, das ist Hjalmar. Hör zu, Moissac. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Ensei der Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalde Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimbjorn. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn.
kann stundenlang am Stück tauchen. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Danke für deine Hilfe. Ach, eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Sogar eine ganze Sammlung. Sprich mit dem Baden, Eivind. Finde den Perlentaucher und sprich mit ihm. Sicher hat er einen Riesen getötet, aber jetzt hängt er nur rum und verführt die Mädels. Was? Was? Erstmal nach Einborn, Arinborn, Bjorn, wie auch immer. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? So. Jetzt nicht. Suchst du nach Nilfgaards Flotte? Flotte? Ach ja, da war was. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Nach meinen Berechnungen ist es heute soweit. Gevorg, der legendäre Weiße Wal, durchzieht die Gewässer der Skellige. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Was ist denn das für ein Wal? Er soll erscheinen, wenn Geister aus dem Himmel in die Wellen fahren, wenn die Schlange den Zorn des Ozeans weckt und ein Eismonster eine Insel verschlingt. Ich werde der erste Barde sein, der eine Ballade über ihn komponiert. Die Legenden erwähnen aber keinen Fluch der schwarzen Sonne, oder? Schwarze Sonne? Was meinst du denn damit? Schon gut. Halten wir gemeinsam nach Gevorg Ausschau. Und du erzählst mir, was du über Elfenruinen auf Skellige weißt. Ich habe mal von einer Höhle gehört, die niemand betreten kann. Das ist doch gut so. Sonst wäre sie längst geplündert, wie all die anderen. Eivind! Was? Ich wollte dir versichern, dass ich mich in der Höhle nur umsehen will. Recherche. Nachforschungen? Ich schreibe eine geschichtliche Abhandlung über die Enseide. Unter Anleitung von Moissac. Moissac? Der hat sich noch nie um die Bergelfen geschert. Du bist Durchschautverschwörer. Und wenn du mich in Stücke reißt, von mir erfährst du nichts über die Höhle. Ja, das war's. Die Sätze waren viel zu lang, um in 5 Sekunden die zu lesen. Und dann auch noch zu entscheiden. Das war wirklich ein Krampfersatz. Wo bringt mich die Punkte jetzt überhaupt hin? Hä? It's not understanding. Achso, nach oben. Ja, komm, egal. Ah, okay. Dann gehen wir mal so ruhig. Ich habe halt Moissac nur erwähnt, weil es auch einer von Skelliges
Wäre vielleicht ein bisschen glaubhafter als... Naja, ist egal. Ist ja egal jetzt. Was jetzt, du Stück Dreck? Okay. Geile Rolle, Geralt. Ja, so, wir schwimmen ein bisschen. Klar. Schneller. Baseball. Das muss das Boot der Perlentaucher sein. In der Höhle drin. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Wal ausschaut. War doch Wahl. Ah, da. Gut, wir lassen. Hallo? Steuerung. Der ist doch bestimmt da drin. Schau, Erling. Ich sagte doch, wir haben noch nicht Feierabend. Den hier mussten wir nicht mal rausfischen. Bist du blöd? Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Was macht ein Hexer hier? Es gibt wohl keine Perlen mehr? Das geht dich nichts an. Wir nehmen, was das Meer hergibt. Sehr freiwillig sieht das nicht aus. Stimmt.
Ich könnte ein besseres Messer gebrauchen. Ein paar Stunden und schon sind ihre Finger geschwollen. Habt ihr wenigstens vor, den Familien die Leichen zu geben? Wenn ihr fertig seid, meine ich? Es stimmt. Mutanten haben überhaupt kein Taktgefühl. Schau sie dir an. Glaubst du, ihre lieben Muttis und Frauchen wollen sie in diesem Zustand sehen? Das Meer wird sie begraben. Und Schluss ist. Ihr riskiert viel. Warum? Soll das eine Drohung sein? Ich bin nicht euer Problem, sondern die Monster, die ich gehört habe, müssen das Blut gerochen haben. Ich höre nichts. Gewöhnliche Leute hören sowas nie, bis es zu spät ist. Verschwinden wir besser, Matthias. Hört mal, angeblich wisst ihr was über Elfenruinen auf Skellige. Sagt wer? Moissac. Du sagst ihm doch nicht, was du heute gesehen hast, oder? Kommt drauf an. Elfenruinen, sagst du? Was willst du wissen? Ein Druide hat eine Höhle erwähnt, die ihr nie betreten konntet. Wo ist die? Östlich von Kaer Trolde. In einer Bucht, in die man nur von See reinkommt. Wir können sonst nichts für dich tun. Wenn du fertig bist, wir wollen wieder nach oben. Ich bin fertig. Und gute Idee.